Hallo alle zusammen, heute mal wieder eine kleine Review und wie ihr unschwer erkennen könnt, wieder von einem Produkt von Roter Faden. Dieses Mal handelt es sich um den iPad-Taschenbegleiter, den ich mir anschauen durfte. Kleiner Disclaimer vorne draus, Roter Faden stellt mir das Produkt testweise zur Verfügung. Ich muss es leider zurückschicken nach dem Test. Was ich behalten darf, ist dieser kleine süße Schlüsselanhänger hier. Herzlichen Dank dafür. Alles andere geht zurück. Nein, ich bekomme kein Geld für die Review. Ich mache das wirklich aus Leidenschaft, weil die Produkte einfach toll sind. Okay, jeder Rote Faden-Kunde kennt das. Die üblichen Beilagen, die Hauptsache ist. Made in Germany natürlich. Dann die Nebenwirkungen, ist extrem passend. Die Klammern sind extrem flexibel. Na, wer immer schon mal so ein Produkt hatte, kennt diesen Zettel. Ich finde die Idee übrigens absolut toll. Und natürlich, wie immer, der Rote Faden Flyer, der noch all die tollen vielen Möglichkeiten eröffnet und mich jedes Mal wieder ins Schwärmen kommen lässt. Ja, nur leider, ja, braucht man die doch nicht alle. Okay, gehen wir weiter zum Produkt an sich. Der iPad Taschenbegleiter hier in der Lederausführung. Nicht ganz so weich wie mein großer A4-Taschenbegleiter. Die Review könnt ihr übrigens finden, wenn ihr jetzt hier oben klickt. Allerdings ein sehr, sehr angenehmes Anfassgefühl und eine tolle Haptik wieder, wie gewohnt von Roter Faden. Auch hier die Prägung und die Nähte, alles toll verarbeitet. Ich hatte das Stück jetzt mehr als 2 Wochen im Einsatz und muss ehrlich sagen, es ist einfach nur genial. Kommen wir dazu, was es kann und was es nicht kann. Aufgeschlagen, hier finden A5-Hefte Platz, logischerweise, oder, so wie ich es gerne tue, einfach auch gefaltete A4-Blätter. Ich finde diese Flexibilität immer noch ungeschlagen toll. Wie ihr seht, hat das Modell hier 3 Taschen, 2 kleinere oben, Visitenkarten und Co. lassen Größen und unten die ganz normale Quertasche. Es handelt sich dabei um 3 Klammern. Die erste ist noch leer, die anderen beiden sind entsprechend belegt. Wenn man die braucht, natürlich toll, ansonsten überlegt doch einfach, wie viele Klammern bei euch Sinn machen. Wie ihr seht, das iPad ist in 4 Schlaufen eingelegt. Da wackelt und rutscht übrigens nichts, die halten bombenfest. Ich am Anfang ehrlich gesagt etwas skeptisch und dachte so, okay, ob mir das wirklich hält. Aber man siehe da, es hält tatsächlich und ist gar kein Problem. Das sitzt, ich mache einfach mal den Schütteltest, wirklich bombensicher, da rutscht nichts raus. Das Gewebe hier ist auch sehr elastisch und sitzt wirklich wie angegossen. Bedienungselemente kommt ihr an alle wunderbar ran, wie ich finde. Das ist gar kein Problem. Auch seitlich an den Lockschalter. Da finde ich, ist es problemlos möglich, hier ranzukommen. Was passieren kann, das kommt darauf an, wie ihr es einlegt, dass dieser Gummi hier oben ein bisschen im Weg ist bei Lautstärketasten und Lockschalter. Allerdings war das in der Praxis nie ein Problem, da fahrt ihr einfach mit dem Finger drunter und gut ist die ganze Aktion. Das tut es auch nicht wirklich weh. Also Usability absolut toll. Macht einen genialen Eindruck, so als Aktenmappe. Gerade zum Mitschreiben von Notizen und nebenher Nachschlagen von Dokumenten und Co. ist es natürlich eine absolut tolle Kombi. Dazu eignet sich das Ganze ganz hervorragend. Wie sieht es aus mit Tippen? Ich tippe sehr, sehr viel auf meinem iPad. Das geht erstaunlicherweise auch. Da war ich sehr, sehr, sehr skeptisch zugegebenermaßen. Wenn ihr das allerdings umdreht und so nach hinten klappt und den Stift vielleicht noch rausnehmt, könnt ihr hier einfach wirklich toll tippen dabei. Das ist kein Problem und funktioniert wunderbar. Da war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich es so produktiv einsetzen kann in diesem Case. Ich habe bisher ein Smart Cover, genau, das ich gern zum Aufstellen verwende, aber auch hier der Tippwinkel ist wirklich okay. Was nicht funktioniert, ist das Aufstellen für Filme, also zumindest nicht von Haus aus. Gut, dafür ist die Hülle auch nicht gemacht. Ist aber auch gar kein Problem, zumindest wenn ihr noch ein bisschen Geld über habt. Jetzt lange nicht so viel wie Taschenbegleiter, aber dennoch. Es gibt nämlich diesen tollen Kompass-Stand hier. Der ist für Leute gedacht, die ihr iPad gerne nackt nutzen, also ohne großes Case und Co. Aber wenn ihr ihn entsprechend aufstellt, könnt ihr das Ganze auch hier reintun.
Das hält wunderbar, da hier unten das Material so ein bisschen nachgibt. Und damit steht das Ganze auch in diesem iPad-Taschenbegleiter wunderbar stabil. Und für Filme ist das natürlich die optimale Position oder einfach so für Spiele und Co. wie Kingdom Rush oder Ähnliches. Ganz klar, das funktioniert. Tippen würde ich jetzt darauf nicht, das ist sehr wackelig denn etwas. Hochkant ist auch keine so gute Idee. Ich meine, das geht, ja, macht aber irgendwie keinen allzu vertrauenswürdigen Eindruck. Also hängt auch ein bisschen runter, das seht ihr. Das ist nicht so optimal im Querformat, wie gesagt, allerdings überhaupt kein Problem. Das dürfte auch mit allen anderen Stands, die ähnlich wie der Kompass gebaut sind, funktionieren. Also bei dem halt gefällt, ihr könnt ihn super praktisch zusammenklappen und habt ihn dann dabei. Das hat was, durchaus. Funktioniert das? Wie gesagt, ich hatte es im Einsatz zum Tippen bei Konferenzen oder bei Meetings. Echt genial. Also da war ich wirklich sehr, sehr überrascht, dass das funktioniert. Zusätzlich zu handschriftlichen Notizen auch kein Problem. Wie sieht es aus mit Schreiben darauf? Gar kein Ding, das funktioniert. Die Hefte habe ich auch probiert, funktioniert genauso gut wie Papier. Alles, was ein bisschen stärker ist, bildet hier eine ausreichend starke Fläche, um hier drauf wirklich gut schreiben zu können. Ich muss dazu sagen, ich schreibe ausschließlich mit Füller da rein. Mit Kugelschreiber könnte es schwierig werden. Ich denke, Tintenroller funktionieren auch sehr, sehr gut. Gut, was haben wir grundsätzlich noch? Nun ja, was ihr nicht tun solltet, das sage ich auch gleich, den Fehler hätte ich gleich zu Beginn fast gemacht. Was ihr auf keinen Fall tun solltet, ist diese letzte Klammer hier leer lassen, weil wie ihr seht, könntet ihr dann unschöne Kratzer bekommen, wenn das Metall hier aufs iPad trifft. Das ist aber wirklich eine Frage der Nutzung, eine Frage des Nutzers. Dafür kann das Produkt jetzt an der Stelle überhaupt gar nichts. An sich ein echt toller Eindruck. Also wirklich, wirklich genial. Die ganz, ganz gewohnte Qualität. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert von dem Produkt. Und ich fürchte, ich werde bald eins kaufen müssen für mich selber. Ich bin zwar mit dem Smartcover sehr zufrieden, das ihr übrigens damit natürlich nicht nutzen könnt, weil, naja, das ist ja schon offensichtlich, funktioniert jetzt nicht so richtig, ne, mit Auf- und Zuklappen. Ist aber auch gar nicht schlimm. Euer iPad ist ja darin wunderbar geschützt, wie ich finde zumindest. Rausnehmen, wie sieht es damit aus? Kann ich es mal schnell entkoppeln? Ja, da reicht erstaunlicherweise eine Ecke rausnehmen, den Rest könnt ihr überziehen erledigen. Obwohl es so sicher sitzt, ist es wirklich schnell rausnehmbar und geht auch schnell rein. Ich habe mir angewöhnt, das so unten reinzuschieben und die beiden letzten dann kurz drüber zu tun, ist auch gar kein Problem. Schaut man sich es an, von der Seite sieht man, das iPad trägt wirklich kaum auf, das ist ein iPad 2, aber auch 3 und 1 passen da gut rein, durfte ich testen bei Freunden. Sieht einfach wirklich schick aus. Hat übrigens auch einen schönen Nebeneffekt, es schützt euer iPad vor Stürzen. Das habe ich ungewollt ausprobiert, um es mal freundlich zu formulieren. Also überlebt auch so ein Sturz aus, keine Ahnung, Hüfthöhe oder das drüber auf harten Betonboden. Das, da wurde mir schon kurz etwas anders, als ich das dann sah. Aber nach dem Öffnen war klar, der Taschenbegleiter hat es gerettet. Das liegt garantiert auch an dem Leder und auch an dem recht dicken Filz, den wir innen haben, was einfach eine sehr, sehr tolle Qualität ist und auch schützt. Und natürlich, ihr seht gerade, der Dock-Connector ist hier auch frei. Ihr könnt also komplett auch das Ding in der Hülle synchronisieren. Auch das Kamera-Connection-Kit funktioniert wunderbar. Das verwende ich sehr, sehr oft, vor allem beruflich, da ich da doch recht viel Fotos mache. Und ganz ehrlich, das funktioniert problemlos. Ich hole es hier gerade mal raus. Und wenn ihr das dann da unten einführt, kommt ihr wunderbar ran. Das ist also überhaupt kein Problem, das auch so zu verwenden. Wie sieht's aus zum Lesen? Das ist so das zweite große Ding, was ich neben Schreiben und Co. mache. Ja, bedingt. Also so zum Halten, super. Mit beiden Händen finde ich es angenehmer, ganz klar, als das iPad so. Mit einer Hand ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu dick. Wer es aber gerne etwas dicker hat und einen weichen Griff braucht, wunderbar. Wichtiger Kommentar an der Stelle vielleicht, es kommt darauf an, was ihr hier drin habt. Wenn das Dokumente sind, die ihr nicht verknicken wollt, würde ich empfehlen, nehmt es raus zum Lesen. Aber ihr habt ja gerade gesehen, das ist so gar kein Problem an der Stelle und funktioniert auch wirklich sehr, sehr fix. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absolut begeistert von dem Produkt. Finde es wirklich, wirklich, wirklich toll und
Bin inzwischen schon schwer am Überlegen, dass ich mir selber einen kaufe. Ach, was heißt überlegen? Ich werde mir wahrscheinlich selber einen kaufen. Etwas mehr Eindrücke findet ihr noch im Artikel dazu. Auch den Preispunkt findet ihr im Artikel logischerweise. Einige Bilder habe ich euch unten in der Galerie beigefügt. Und ja, ich finde es einfach toll. Vielleicht zum Schluss noch, für wen empfehle ich es? Empfehlen würde ich es für alle, die eine elegante Aktenmappe suchen, denen der A4-Taschenbeklader zu groß ist. Für alle, die eine elegante und multifunktionale Hülle suchen, die mehr kann als nur das iPad schützen. Für alle, die hauptsächlich tippen und die noch einen anderen Stand haben, wo sie das iPad dann für Filme aufstellen können. Das braucht ihr leider dazu, aber das ist auch klar, dafür ist das Produkt einfach nicht designt. Ist auch gar kein Problem, macht auch nichts. Für wen empfehle ich es noch? Ja, durchaus für Geschäftsleute. Das sieht toll aus in der Besprechung. Es ist deutlich kleiner als der A4er. Also das ist ein wirklich spürbarer Unterschied, da war ich auch überrascht. Das hier ist mein A4-Taschenbegleiter, mein Monster. Und wenn ihr euch den iPad-Taschenbegleiter im Vergleich dazu anschaut, ist das schon noch mal eine ganze Ecke, die ihr hier deutlich am Platz gewinnt. Hier auch noch mal zum Vergleich. Also das ist schon noch mal bedeutend handlicher. Als Dokumentenmappe finde ich den hier immer noch absolut genial. Und wie ihr seht, ist er auch noch schwer in Benutzung. Das auf jeden Fall. Aber also zum Mitnehmen und mobilen Einsatz ist das hier auf jeden Fall noch besser geeignet. Finde ich absolut tolles Teil. Ja, ihr merkt, ich kann nicht wirklich aufhören, davon zu schwärmen. Bevor ich euch aber jetzt alles dreimal erzähle, höre ich auf damit. Falls euch das Video gefällt, ich habe vor, noch einige Reviews zu machen von Roter Faden, anderen Dingen, aber auch Screencasts. Ihr könnt den Kanal abonnieren, auch das habt ihr wieder hier oben. Ich würde mich darüber freuen. Danke euch für eure Zeit und die Aufmerksamkeit. Und ja, wer kaufen will, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Danke euch und bis bald.